Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe des Oracle Technology Monthly. Ich bin Tobias Demel und stelle Ihnen heute den News-Teil dieser Ausgabe vor. Am Schluss wird mein Kollege Ralf Durben Ihnen Oracle Database und Docker als Feature des Monats vorstellen. Dann steigen wir gleich in die Thematik ein. Hier sehen Sie die Agenda der diesmaligen Ausgabe. Zuerst werden wir die Neuigkeiten durchgehen, danach die Termine im Oracle-Umfeld. Als Punkt 3 nehmen wir uns die Neuigkeiten des letzten Monats hinsichtlich des Release-Standes und der Patch-Sets vor. Danach Neuerungen hinsichtlich den Online-Aufgebots, hinsichtlich Blogposts, hinsichtlich Webcasts. Und als letzten Punkt wird mein Kollege Ihnen, wie schon erwähnt, Oracle Database und Docker vorstellen. Hier aufgelistet Neuigkeiten hinsichtlich der Oracle Cloud Infrastruktur. In dem letzten Monat wurde die Oracle Cloud Infrastructure Service Gateways released. Hiermit gibt es die Möglichkeit, dass Sie beispielsweise ein Object Store Bucket nun nicht mehr mit einer Public URL belegen, dass sie beispielsweise auch von außen erreicht werden kann, sondern in Ihrem Cloud Network nur privat erreichbar ist. Somit können Sie private Verbindungen von nur konkreten VMs und Elementen in Ihrer Infrastruktur zugreifen und ermöglichen. Und Sie können sogar mit der Definition von IP-Address Ranges definieren, welche VMs drauf dürfen und welche nicht, die beispielsweise auch noch mit anderen VMs in diesen VCN befindlich sind. Danach möchte ich gerne auf das Release des Oracle Linux Storage Appliance 1.7 eingehen. Hier kamen einige Neuigkeiten hinsichtlich von Migrationen zwischen VM-Umgebungen in der Cloud-Infrastruktur. Hier gibt es das Feature Appliance Instance Migration. Das heißt, wenn Sie auf einer Instanz Elemente aus dieser Appliance benutzen und beispielsweise diese migrieren wollen, dann können Sie diese gekapselte Datenablage so behalten und die Migration ohne Datenbewegung durchführen und auf der anderen Seite eine neue Umgebung provisionieren und dann wieder diese Daten zugänglich machen. Hier gibt es auch den Support hinsichtlich Dynamic Groups. Dynamic Groups sind sogenannte Meta-Elemente, mit denen sich Elemente im Oracle Cloud-Infrastruktur zusammenfassen lassen. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, dieser Object Store, diese Datenablage und dieser Load Balancer gehören zu einem bestimmten Bezug, dann können Sie sagen, diese gehören zusammen und diese werden dann hinsichtlich des Managements und Security-Richtlinien vereinheitlicht und können Sie sie dann einheitlich zusammenfassen. Außerdem wurde in den vergangenen 30 Tagen die Ansible-Modules für die Oracle Cloud-Infrastruktur released. Noch ein kurzer Einstieg. Ansible ist ein Tooling im DevOps bzw. im agilen Umfeld. Das unterstützt hinsichtlich der Provisionierung, Konfiguration und Standardisierung von Infrastrukturumgebungen. Hier gibt es sogenannte Module, wo es vereinfacht, benutzerdefinierte und zugeschnittene Cloud-Umgebungen mehrfach zu provisionieren. Sie erstellen einmal ein Ansible-Template und können das divers anpassen, welche Pakete Sie installieren wollen und dergleichen. Und diese können Sie dann beispielsweise in diesem Ansible-Framework mehrfach hinterlegt ausführen, um somit eine Standardisierung und auch zusätzlich eine konfigurierbaren Elemente, die Sie in Ihrer Cloud-Infrastruktur benötigen, abbilden. Nun zum zweiten Teil der News im OCI-Umfeld. SAP hat die Unterstützung für den Betrieb vom SAP NetWeaver herausgebracht. Dort werden die VM Standard 2.x, also das heißt die 2, 4, 8 und so weiter OCPU-Umgebungen zertifiziert und außerdem werden hier auch noch die VM.DenseIO2 Shapes hiermit auch aufgelistet, dass dort der Betrieb dieser SAP NetWeaver Applikation zertifiziert ist und auch unterstützt ist von SAP. Die neue Architektur der Exadata X7 wurde nun auch in die Cloud geschoben und ist nun auch verfügbar für Sie.
Hier in der zweiten Zeile habe ich Ihnen die Ausprägungen aufgelistet, dass Sie hier die Shape-Benennungen, also die Benennungen, wie Sie hier dann in Ihrer Cloud-Konsole die wiederfinden. Also hier einmal das Exadata Quarter, dann den Exadata Half-Rack und den Full-Rack. Wenn Sie hier genauere Informationen haben wollen hinsichtlich der Memory-Ausstattungen, hinsichtlich des Core-Accounts und dergleichen, können Sie hier auf den Link klicken und erhalten genauere Informationen. Zu guter Letzt möchte ich auf neue Funktionen hinsichtlich der Zero Data Loss Recovery Appliance eingehen. Hier gibt es ein neues Feature namens ZDRA Archive to Cloud. Damit bekommen Sie die Möglichkeit, wenn Sie beispielsweise Langzeitsicherungen auf Ihrer ZDRA haben und diese zur Erweiterung Ihrer Sicherheitsrichtlinien oder hinsichtlich auch Platzgründen dezentral lagern wollen, können Sie sagen, diese Sicherungen, die zum Beispiel Jahressicherung beinhalten oder sogar noch weiter tragen, 5 Jahres- oder 3 Jahressicherungen, laden Sie transparent in die Cloud und haben somit diese nicht mehr on-premises, wenn es zum Beispiel zum Desasterfall kommt und Sie die beispielsweise durch einen Komplettausfall oder durch einen Komplettschaden in Ihrem Rechenzentrum verloren gehen würden. Hier möchte ich noch auf ein paar sehr wichtige Neuerungen eingehen. Die Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service ist nun auch im OCI-Umfeld verfügbar. Zuvor war dieser Service lediglich im OCI Classic Umgebung available. Aber jetzt, nun durch die Migration, nicht durch die Migration, aber durch die Applikation dieses Services im OCI-Umfeld, haben sich folgende Änderungen ergeben. Sie haben natürlich durch dieses OCI-Ökosystem eine neue Management-Konsole für die Provisionierung, für das Monitoring und Verwaltung dieses Services. Zusätzlich profitieren Sie von den Auditierungsfunktionen und Security-Funktionen der OCI-Umgebung und haben natürlich hinsichtlich bestehender und beispielsweise auch zukünftiger Services im OCI-Umfeld eine bessere Integrationsmöglichkeit hinsichtlich diese Neuerung. Hier habe ich Ihnen unten noch einen Link angefügt, wo Sie genauere Informationen hinsichtlich der Möglichkeiten und auch How-Tos und Beschreibungen und Konzept-Overviews sehen, wo Sie sich einlesen können und schauen können, was hier entsprechend abgebildet wurde. In den vergangenen 30 Tagen wurde auch eine neue Version des Unbreakable Enterprise Kernel Release 5 veröffentlicht mit einer Vielzahl von Neuerungen. Beispielsweise wurde die Unterstützung der 64-Bit-ARM-Infrastruktur, also Prozessorinfrastruktur, hier abgebildet. Zusätzlich wurde die Funktionalität der Secure Boots verbessert und erweitert und wurde auch die Funktionalität der Linux-Container eingeführt. Wenn Sie genauere Informationen zu diesen Features und auch beispielsweise eine Referenz zu den echten detaillierten Release Notes haben wollen, dann gibt es hier einen Link zum Oracle-Blog, wo die Ankündigung genauer beschrieben ist und auch die Zugangspunkte zu den genaueren Informationen abgebildet sind. Es gibt auch Neuerungen hinsichtlich einer Subscription zur Oracle Java Standard Edition. Hier in dieser Subscription ist die Lizenz, der Support hinsichtlich Desktop, also Clients, Serverinfrastruktur und Cloud-Infrastruktur abgebildet und abgedeckt. Sie erhalten in dieser Subscription natürlich die Sicherheitsupdates, die für diese Software released werden. Außerdem erhalten Sie 24/7 Zugang zu MyOracle Support. MyOracle Support ist eine Plattform, wo Sie eine sogenannte Knowledge Base auch zugreifen können, wo diverse Beschreibungen gefunden werden können oder auch beispielsweise, auch wenn es zu Fehlerfällen oder zu Problemen kommt, hier auch Behandlungen abgebildet sind, um quasi Ihnen bei der Fehlerbehebung oder bei der Bewältigung von Problemen weiterzuhelfen. Außerdem bekommen Sie noch vielerlei verschiedene andere Tools mit, aber wenn Sie da noch genauere Informationen haben wollen, ist hier das FAQ verlinkt, wo hier genau Fragen und Antworten belegt sind.
Ich möchte noch kurz auf die Kosten und die Laufzeit dieser Subscription eingehen. Es wird hier unterschieden zwischen einem Desktop-Pricing und einem Prozessor-Pricing. Das Desktop-Pricing wird mit 2,50 € pro Monat und Benutzer angelegt und das Prozessor-Pricing mit 25 $ für Server- und Cloud-Umgebungen. Hinsichtlich der Laufzeit beträgt die Standardumfang ein Jahr, aber es sind auch längere Laufzeiten möglich, hinsichtlich 2 bzw. 3 Jahre. So, dann sind wir am Ende des News-Teils. Dann möchte ich Ihnen ein paar wichtige Termine zeigen. Hier eine kleine Auflistung. Am 27. bis 31. August veranstalten wir in Portugal ein sogenanntes Oracle Partner Pass Summer Camp. Hier können Oracle Partner kostenlos daran teilnehmen, hinsichtlich dem Kennenlernen von neuen Funktionalitäten und Hands-on-Möglichkeiten unserer Cloud-Services. Es ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um auch die Product Manager und wirklich die Produktspezialisten kennenzulernen, sie auch zu hinterfragen, welche Funktionalitäten wann verwenden zu sind und dergleichen. Also es ist wirklich eine sehr gute Möglichkeit, um hier als Partner wirklich mitzubekommen, was so der aktuelle Stand und der aktuelle Entwicklungsstand ist und die Strategie mit verschiedenen Produkten ist. Genau, hier der Link darunter, wo Sie sich anmelden können. Aber der Zeitpunkt ist ja bald gekommen, deswegen würde ich Ihnen das ans Herz legen, bald zu machen, weil die Plätze sind begrenzt. Die DOAG veranstaltet am 20. bis beziehungsweise auch am nächsten Tag, den 21. September, die DOAG Big Data Days in Dresden, wo sehr viele Speaker auch von unserer Seite dort sein werden, die in diesem Big Data Umfeld tätig sind und auch hinsichtlich Produkten, die relevant sind in diesem Umfeld, in Neuerungen und Projekterfahrungen vorstellen. Als nächstes möchte ich Werbung natürlich in eigener Sache machen von unserer Hausmesse, die Oracle Open World 2018, die vom 22. bis 25. Oktober in San Francisco stattfindet. Hier ist auch schon die Agenda in den letzten Tagen veröffentlicht worden, die Sie auch unter den unten aufgelisteten Link finden und sich einlesen können, was hier für interessante Vorträge stattfinden. Als letzter Punkt findet am 20. bis 23. November in Nürnberg die DOAG 2018 Konferenz statt. Hier wurde der Call for Paper abgeschlossen und wird auch in den nächsten Tagen nach aktuellem Stand die Agenda released, wo sie vielleicht schon zum Zeitpunkt, wenn Sie dieses Video ansehen, bereits veröffentlicht ist. Sie können ja hier nachschauen, ob Sie hier schon genaue Informationen bekommen und welche interessanten Vorträge dort vorgestellt werden. Nun kommen wir zur Auflistung bzw. schauen wir mal über die Produkte, was hier an Neuigkeiten gab hinsichtlich Patch-Sets und Updates. Hier ist es eine Auflistung, wo Sie links das Produkt sehen und auch die verschiedenen Komponenten. Und in grün gekennzeichnet sind die Neuerungen der letzten 30 Tage, was sich hier getan hat. Und auf der rechten Seite sehen Sie sogenannte My Oracle Support Notes, IDs, wo Sie nachschauen können, genauere Informationen hinsichtlich, was sich dort geändert hat und was der aktuelle Stand ist. Hier hat sich, ich gehe mal einfach über die grünen Punkte hinweg, hat sich im Engineered Systems, im Mini-Cluster-Umfeld, was geändert. Hier wurde die Version 1.2.4.18 veröffentlicht, wo Sie auch auf der entsprechenden dahinterliegenden Miracle Support Note erfahren können, was sich hier getan hat. Im Enterprise Manager Umfeld wurde vor ein paar Tagen die Version 13.3 veröffentlicht, die neue Funktionalitäten beinhaltet zum Management von Ihrer gesamten Umgebung. Das war ein entsprechendes Minor Release und ist noch nicht mit einem entsprechenden Patch belegt, aber für diesen vorherigen Release, diese 13.2.3 Version, wo gab es einen Patch am 30.06.2018, die hier auch in der Versionsnummer in der nächsten Spalte aufgelistet ist, den Sie hier applizieren können.
Außerdem gibt es noch sehr nützliche Tools im Umfeld, die Ihnen die Administration erleichtern können. Darunter fällt die Funktionalität ORAC-Check, EXA-Check und DBSAT. Hier gab es in den ersten und letzten Fall Aktualisierungen. Es gibt hier nun die ORAC-Check Version 18.2 und ebenfalls im DBSAT-Umfeld gab es ein Update auf die Version 2.0.2. So, hier noch eine Auflistung von Development-Komponenten und auch von Infrastruktur- bzw. Linux-Komponenten. Hier gab es auch einige Neuerungen. Zum Beispiel wurde eine neue Version des SQL-Developers und auch des SQL-CLI veröffentlicht, beide in der Version 18.2. Dasselbe wurde auch ein neues Release hinsichtlich des Oracle REST Data Services veröffentlicht, auch in der Version 18.2. Es gab auch eine neue Version zum Treiber für Node.js in der Version 3.0, wo Sie auch unter den hintergesetzten Link Neuerungen und Release Notes finden können, was sich hier in diesem Major Release geändert hat. Und außerdem in Zusammenhang mit den schon erwähnten Release des Unbreakable Enterprise Kernel Updates 5 gab es auch hier auch ein Release im Oracle Enterprise Linux Umfeld und auch ebenfalls die Version 6 wurde auch aktualisiert zum schlussendlichen Version 6.10. Zusätzlich gab es noch hinsichtlich der Virtualisierungslösung Oracle VM ein Update auf die Version 3.4.5. So, hier als Punkt 4 möchte ich noch auf Neuerungen im Web 2.0-Umfeld eingehen. Unser Team bestückt einen Blog namens CoreTech mit sehr vielen Themen hinsichtlich der Datenbankversion 18c in deutscher Sprache. Hier listen wir immer die neuesten Blogposts auf hinsichtlich dieser Datenbankversion. In den letzten 30 Tagen wurden sehr viele Blogposts veröffentlicht, mehr als diese nur zwei gelisteten, aber ich möchte Ihnen diese zwei kurz sagen. Einerseits die Vorstellung der Polymorphic Table Functions und auf der anderen Seite die Keystore-Funktionalität Pro Pluggable Database. Wenn Sie interessiert an grundsätzlichen 18c-Themen sind oder beispielsweise auch Interesse an diesen aufgeführten Themen haben, dann verweise ich Sie gerne auf den Link in den entsprechenden Titelzeile. Besonders hervorheben möchte ich einen neuen Blogpost hinsichtlich des Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Services, wo Sie auch unter den entsprechenden den Link ein Screenshot, Step-by-Step-Anleitung und Demo sehen können, was hier sich dahinter verbirgt. Meine Kollegin Ulrike Schwirn hat sich hier ausgiebig damit beschäftigt und wird Ihnen vorstellen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Außerdem, relativ zeitnah vom heutigen Ausgang her, sind sehr viele Webcasts geplant. Hier habe ich auch noch zwei angefügt hinsichtlich den Autonomous Cloud Services. Einmal der Autonomous Blockchain Cloud Service am 16. Juli 2018 und andererseits einen Webcast hinsichtlich Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud Service am 23. Juli. Dieser ist sogar in deutschsprachig von meinem Kollegen Alfred Schlaucher. Wenn Sie Interesse an den beiden Webcasts haben oder einen davon, dann klicken Sie bitte auf den unteren Link, melden Sie sich an, um darüber mehr zu erfahren. So, nun bin ich am Ende des groben News-Teils dieser Ausgabe Oracle Tech Monthly. Nun möchte ich zu meinem Kollegen Ralf Durben übergeben, der Ihnen mehr hinsichtlich des Feature des Monats Oracle Database und Docker erzählen wird. Vielen herzlichen Dank. Das Feature des Monats ist heute die Unterstützung von Docker als Plattform für die Oracle-Datenbank. Die Containertechnologie von Docker ist vor allem im Rahmen von DevOps-Projekten beliebt und bekannt. Dabei werden Anwendungen sehr modular als Microservices implementiert. Neben den Anwendungscontainern benötigt man auch Container zur Datenhaltung und da stellt sich die Frage, ob und wie zum Beispiel eine Oracle-Datenbank in einem Docker-Container betrieben werden kann. Um die gute Nachricht gleich vorwegzuschicken,
Die Oracle-Datenbank kann in Docker-Containern genutzt und betrieben werden. Dabei kommt zurzeit als Betriebssystem innerhalb des Containers typischerweise Oracle Linux 7.3 oder höher zum Einsatz. Es gibt dazu eine MOS-Node mit der Nummer 22.16.34.2.1, die immer aktualisiert wird, wenn sich etwas am Status verändert. Dort gibt es auch einige Hinweise, auf die ich gleich noch eingehen werde. Ich werde gleich grob beschreiben, wie man zu einem Docker-Image mit der Oracle-Datenbank gelangt. Wir haben aber auch eine genaue Beschreibung auf Deutsch in unserem Blog, dessen URL hier auf dem Slide angezeigt wird. In diesem Blog suchen Sie einfach nach Docker und Sie werden fündig. Die Beschreibung zeigt Schritt für Schritt auf, wie Sie die Oracle-Datenbank in Docker-Containern zum Laufen bringen. Generell gibt es zwei Wege. Mit einem Image, welches fix und fertig im Docker Store heruntergeladen werden kann, kann eine neue Enterprise Edition Datenbank innerhalb von 2 Minuten nach Download des Images gestartet werden. Dieses Image ist verhältnismäßig klein und bietet weniger Flexibilität als die zweite Methode, bei der mit Hilfe von Skripten, die von Oracle vorbereitet sind, die Images erstellt werden. Diese Images entsprechen einer normalen Installation von Oracle Datenbank Software und sind daher entsprechend größer. Die Skripte, die dafür benötigt werden, sind auf GitHub hinterlegt. Beginnen wir mit dem vorgefertigten Image, welches im Docker Store zu finden ist, wie der Screenshot anzeigt. Dieses Image erzeugt immer eine Enterprise Edition Datenbank, die natürlich auch als solche lizenziert sein muss. Als Datenbankversion ist immer eine 12er Datenbank im Einsatz. Derzeit ist es die Version 12.2, die vom aktuellen Image verwendet wird. Zum Download des Images benötigt man eine Docker-ID und man muss sich hier im Docker Store entsprechend anmelden. Dieses Image ist gedacht für den schnellen Einsatz, dem schnellen Erstellen einer Datenbank, mit der schnell Tests durchgeführt oder Entwicklungsideen durchgespielt werden. Wie schon gesagt, so eine Datenbank ist dann in 2 Minuten lauffähig. Der Einsatz von RAC oder das Patchen der Datenbank ist aber nicht möglich. Wer also eine Datenbank dauerhafter nutzen und auch Patches einspielen möchte, muss Images nutzen, die mit Hilfe von Oracle-Skripten erstellt werden. Das Nutzen dieser Skripte ist ganz einfach und ich gehe auch gleich noch darauf ein. Mit den skriptbasierten Images können unterschiedliche Editionen, also die Express Edition, die Standard Edition und Enterprise Edition betrieben werden. Damit kann Stand Juli 2018 auch die Version 11.204 mit der Express Edition zum Einsatz kommen. Wie schon eben gesagt, müssen alle Datenbanken, die in Docker-Containern laufen, auch lizenziert sein und nicht jeder hat eine freie Enterprise Edition Lizenz zur Hand. Wer also Standard Edition Lizenzen hat, kann diese mit dem entsprechenden skriptbasierten Image nutzen. Im Falle einer 11er Express Edition Datenbank wird auch nach dem alten Modell der Non-CDB verfahren. Im Falle einer Standard Edition oder Enterprise Edition sind es immer 12er Datenbanken, die nach dem Single-Tenant-Modell erstellt werden. Die Nutzung von Real Application Clusters, also RAC, ist mit dem skriptbasierten Image möglich. Dazu gibt es aber gleich noch einen Hinweis. Die Größe dieser Images liegen oberhalb von 13 GB und das ist auch der Grund, warum diese Images nicht fertig zum Download bereit liegen. Es ist ökonomischer, die entsprechenden Skripte zusammen mit der Software bereitzustellen. Ich hatte eben schon die MOS-Node angesprochen, die immer den aktuellen Status der Unterstützung von Docker angibt. Zu zwei wichtigen Themen finden sich aktuell im Juli 2018 die folgenden Hinweise. Als Betriebssystem innerhalb des Docker-Containers für die Oracle-Datenbank mittels Images von Oracle wird derzeit nur Oracle Linux unterstützt. Der Einsatz von Red Hat ist bei eigenen Images möglich und wird in einem weiteren Abschnitt auch genannt. Oracle Real Application Clusters, also RAC, wird zwar bei skriptbasierten Images unterstützt, es wird dazu auch ein spezieller Datenbank-Patch benötigt. Jedoch umfasst die Unterstützung nur Test- und Entwicklungssysteme. Wenn es also beispielsweise darum geht, eine Anwendung möglichst optimal für den Einsatz von RAC zu implementieren, dafür ist dieses Image gedacht. Ein dauerhafter und produktiver Betrieb von RAC-Systemen sollte aber nicht mit Docker vorgenommen werden, zumindest zum Stand Juli 2018 gilt das so.
Ich möchte hier eine Übersicht geben, wie die Image-Varianten verwendet werden. Das vorgefertigte Image wird einfach über ein Docker-Pull-Kommando oder die äquivalenten Wege von Provisionierungsumgebungen wie Kubernetes zum Beispiel heruntergeladen. Mit einem Starten eines neuen Containers wird die Datenbank erstellt, wobei für die Datenbankdateien Volumes, also außerhalb vom Container liegende Plattenbereiche, genutzt werden sollten. Die Datenbank ist dann immer eine Enterprise Edition Datenbank, wie ich schon gesagt habe. Wenn Sie einen Container erneut starten, also er schon einmal lief, dann wird dieser Container automatisch erkennen, dass es schon Datenbankdateien gibt. Es wird dann keine neue Datenbank erstellt, sondern die existierende Datenbank wird geöffnet. Die skriptbasierten Images werden erstellt, indem die Skripte, die von GitHub heruntergeladen werden können, und die Oracle Software, die zum Beispiel von OTN heruntergeladen werden kann, zusammen in eine Verzeichnisstruktur gepackt werden. Ein vorgefertigtes Skript erstellt dann ein Image und damit können Sie dann Express Edition, Standard Edition oder Enterprise Edition Datenbanken erstellen oder erneut öffnen und damit betreiben. Ich möchte nicht versäumen, etwas zu den Möglichkeiten hinsichtlich des Betriebs zu sagen. Durch die Nutzung der Single-Tenant-Architektur der Datenbank ist es möglich, den kompletten Betrieb durch ein DevOps-Team durchführen zu lassen oder auch Teile der Aufgaben, wie zum Beispiel Backup und Recovery und Hochverfügbarkeit, einem zentralen Datenbankteam zu überlassen. Schließlich stellt sich hier die Frage nach der Verfügbarkeit des Betriebspersonals und ein 24-Stunden-Betrieb ist mit einem zentralen Team einfacher organisierbar. Entsprechend können auch weitere zentrale Datenbankverwaltungsaufgaben, die nichts mit der eigentlichen Anwendung zu tun haben, an ein zentrales Team delegiert werden, sobald sich ein stabiler Betrieb dieser Datenbank abzeichnet. Mit Oracle gibt es hier eine sehr hohe Flexibilität. Fassen wir zusammen. Die Oracle-Datenbank unterstützt die Docker-Plattform. Und es gibt zwei Varianten, ein Docker-Image zu bekommen. Ein vorgefertigtes Image von Oracle oder Images, die mit vorgefertigten, also durch Oracle vorgefertigten Skripten zusammen mit der Oracle-Software erstellt werden. Auch bezüglich des Betriebs gibt es viele Möglichkeiten, beginnend vom kompletten Betrieb durch ein DevOps-Team bis hin zu einem fachlich aufgeteilten Betrieb durch DevOps-Teams und zentraler Datenbank-IT.